Hallo an alle U10, U12 und Anfänger der Judeschule Rombauer und Gäste. Herzlich willkommen zu unserem 12. Jetzt habe ich extra nachgeguckt, wir haben wirklich schon 12 Videotrainings gemacht. Das heißt, bald sind ja Ferien und dann könnt ihr auch alle 12 von, keine Ahnung, glaube im Mai haben wir angefangen, von Mai bis jetzt Dezember mal alle auch nochmal durchmachen, dass euch nicht langweilig wird. Und ihr, wenn wir nach den Ferien wieder trainieren dürfen, auch fit seid. So, was brauchen wir heute? Wir brauchen heute wieder eure Fallhilfe, also eine weiche Unterlage. Wir brauchen eure Wurfpuppe. Wir brauchen, wieder wie letztes Mal auch, ein paar Schuhe. Wäre ganz geschickt, wenn ihr das habt, damit wir die zwei Beine aufstellen können, wo ihr eintreten müsst, eure zwei Schritte machen. Und ihr müsst mit Kreide so ein Zielschreib bei euch jetzt auf dem Teppichboden machen. Nein, das war nur ein Spaß. Das mache ich hier. Ihr seht, ich habe hier ein bisschen was aufgebaut für euch. Jetzt besorgen zwar ich aber noch mal ganz kurz ein paar Sekunden, damit ihr eure weiche Unterlage und eure Schuhe holen könnt und natürlich was zum Trinken nicht vergesst. Und dann erkläre ich euch, was wir machen. So, ich gebe euch immer Aufgaben. Ja? Jetzt, wir fangen zum Beispiel mit Hampelmann-Beine an, mit so Springen, Beine vor, zurück und sowas. Und hier drauf stehen immer Zahlen. Die könnt ihr, glaube ich, schwer sehen jetzt in eurem Bildschirm. Deshalb sage ich es euch nochmal ganz kurz. Ich sage es euch nachher auch nochmal richtig, immer was ich treffe. 10, blau ist 10, rot ist 25, gelb ist 50 und schwarz sind 100. Und zwar immer die Aufgabe, die ich euch vorgebe, müsst ihr in Sekunden machen, mit dem, was ich treffe. Wenn ich nichts treffe, wenn ich daneben schieße, müsst ihr gar nichts machen. Ja, ist die Aufgabe weg. Habt ihr Glück gehabt? Also je nachdem, was ich treffe, wenn ich jetzt auf die schwarze, der Ball auf dem schwarzen Kreis liegen bleibt, dann müsst ihr 100 Sekunden lang die Aufgabe machen, die ich euch vorgebe. Okay? Also erste Aufgabe ist, ihr springt mit Beinen auf und zu. Das ist die erste Aufgabe. Jetzt gucken wir mal, wie lange das machen müsst. Ich nehme gleich meine Zeit, mein Handy mit in die Hand. Ich laufe immer von der roten Linie aus, von der roten Matte. Und dann ist alles soweit. Also Aufgabe klar, Beine auf und zu. Und wir gucken mal, wie lange. Oh. Habt ihr Glück gehabt? Ist leider weggerollt. Müsst ihr nicht machen. Erste Aufgabe schon mal geschenkt. Zweite Aufgabe, ihr müsst die Beine vor zurück. Ja? Seid bereit? Hey, nicht schon wieder. Oh, wieder geschenkt die Aufgabe. Okay, das fängt ja schon gut an. Habt ihr Glück, ja? So, wir springen mit beiden Beinen auf der Stelle. Gibt es nicht? Oh! Okay, wir springen auf dem rechten Bein. Ich muss noch ein bisschen üben. Wir springen auf dem rechten Bein. Ja? Nein! Oh Mann! Wir springen auf dem linken Bein. Ihr werdet jetzt wahrscheinlich alle lachend am Bildschirm sitzen, gell? So ein Scheiß, was ich mir habe schon wieder einfallen lassen. So, linkes Bein. Oh, so ein Kack, ey. So, wir laufen auf der Stelle. Das gibt's ja gar nicht. Was ist hier los? Wir laufen auf der Stelle. Ja, der wird's. Nein. Och, das gibt's ja nicht. Oh, der kommt zurück. 10 Sekunden laufen auf der Stelle und los geht's. So schnell ihr könnt. Unsere erste Aufgabe. Jawohl. Noch 2, 1 und stopp. Gut, nächste Aufgabe. Wir springen mit den Knien hoch an die Brust. Also mit den Knien hoch an die Brust. Müsst ihr ein bisschen ohne mich machen. Tut mir auf meinen Fuß ein bisschen weh. Falls ihr es machen müsst, ja. Ja,
50 Sekunden lang. Na, jetzt läuft das Ding ja. Und los geht's. 5 Sekunden. Knie an die Brust hoch. Los geht's. Schön hoch. Und durchhalten dabei. Ihr habt jetzt 10 Sekunden ab dir. Schön weiter. Hoch mit den Knien. Jetzt habt ihr gleich die Halbzeit. Jetzt habt ihr Halbzeit. Weiter durchhalten. Ja, und jetzt nicht jammern. Ihr habt die ersten Aufgaben gar nicht machen müssen. Ja, schön weitermachen. 20 Sekunden noch. Los, los, los. Und die letzten 10. Durchhalten. 5, 2, 1 und stopp. Gut, war ganz schön anstrengend, gell? Knie an die Brust hoch. Tja, so, jetzt Ferse in den Popo. Das heißt, Hände auf den Po oder mit Fersen, zack, so hoch. Das heißt, eure Fersen den Po berühren. Ja, jetzt habe ich es drauf. Ha, 100 Sekunden. 100 Sekunden. Ah, ich habe ein bisschen gebraucht, aber jetzt habe ich es. Fertig und los geht's. Fersen an den Popo. Schön beidbeinig, ja nicht so, sondern beidbeinig hochspringen. Zack, 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 zack. 100 Sekunden durchhalten, das ist ganz schön lange. Kommt schön weiter. Nicht locker lassen, schön hoch. Jetzt habt ihr 30 Sekunden. Immer hoch an den Popo. Könnt ihr mal kurze Schnaufpause machen, dann gleich weitermachen. Jetzt habt ihr gleich Halbzeit. Erst. Und Halbzeit, weiter geht's. Los, los, los. Immer Ferse an den Popo. Und jetzt laufen die letzten 40 Sekunden. Schön weiter. Noch 30. Durchhalten bis zum Schluss. Und die letzten 15 Sekunden. Wer Pause gemacht hat, jetzt nochmal einsteigen. Und die 10. Jetzt nochmal durchhalten. Alle zusammen. Noch 5, 4, 3, 2, 1 und stopp. Gut. Letzte Aufgabe. Knie an die Brust hoch. Das heißt so. Richtig hoch mit den Knien. Stehen. 25 Sekunden lang. Fertig und los geht's. Knie hoch an die Brust. Schön hoch die Knie. 'S geht immer noch nicht so gut mit den Beinen. Letzten 10 Sekunden. Noch 5. Und stopp. Gut. Dann kommen wir ein bisschen zum Krafttraining. Genau dieselbe Regeln. Ja, erste Aufgabe, Liegestütze. Liegestütze, für all die, die nicht bei uns im Training sind, ihr legt ihr auf den Bauch und dann drückt ihr euch hier vorne hoch, Brust, Bauch, Oberschenkel, Knie hoch. Knie, Oberschenkel, Bauch, Brust runter. Ja, immer so, bis ihr oben seid und dann wieder runter. Okay? Ja. Seid ihr soweit? Gut. 50 Sekunden lang. Oh, da kommt mal zurück. Ah, Glück gehabt. Bei 50 bleibt er stehen. So, seid ihr bereit? Fertig und loslegen. 50 Sekunden lang Liegestütze.
wie eine Welle. Hoch und runter. 20 Sekunden sind rum. Jetzt habt ihr die Hälfte. Noch 20 Liegestütze. 20 Sekunden. Ihr könnt sogar langsam machen, wenn ihr wollt. Wenn ihr kaputt seid, könnt ihr es auch langsam machen. Ja? Ist jetzt nach Zeit und nicht nach Menge. Und die letzten 5 Sekunden. Nochmal durchhalten. Und stopp. Gut. Nächste Aufgabe. Kiesgelenk schieben. Die, die jetzt aufmerksam bei unseren Videos dabei waren, die wissen, was ich damit meine. Für die Neuen, hier eine Kiste zwischen euren Beinen. Ihr schiebt die weg und die blöde Kiste drückt euch wieder runter. Ihr schiebt die weg und die blöde Kiste drückt euch wieder runter. Okay? Ihr merkt, ich habe mich warm geworfen. Nein. Okay, Kiste wegschieben, fällt aus. Doch nicht warm geworfen. Als nächstes Schiffchen auf den Bauch. Schiffchen auf den Bauch. Legt ihr auf den Bauch, Arme lang und dann nimmt ihr hier. Okay. Das ist das Ziel. Mal zurück. Ah, doch nicht. Glück gehabt. Als nächstes Kniebeuge. Kniebeugen, aber nach vorne. Ganzer Fuß immer auf dem Boden, nicht so machen. Ja. Ganzer Fuß, Popo nach hinten, ganz runter zum Absitzen, dass der Po fast unten ist und dann wieder hoch. Oh, habt ihr Glück gerade. Oh, zu stark. Oder? Ja. 25 Sekunden Kniebeugen. Fertig und los geht's. Schön tief runter, dass der Popo fast auf dem Boden ist. Und dann wieder hoch. Arme gerade, dass der Rücken gerade ist. Ja. Schön tief runter und wieder hoch. Noch 5 Sekunden. Und stopp. Gut, als nächstes richtige Liegestütze. Ja, richtige Liegestütze. Uh. 50 Sekunden lang richtige Liegestütze. Das ist ganz schön anstrengend für euer Alter. Teilt es euch gut ein. Macht die Geschwindigkeit, die ihr könnt. Legt los, Zeit läuft schon. Ja, und schön durchhalten. Denkt nochmal dran, keine Liegestütze. Außer der Nase berührt nichts den Boden. Die Hände sind unter den Schultern. Gerade bleiben im Körper. Kein Berg bauen, kein Tal machen. Schön runter hier und dann hochdrücken. Wenn nicht mehr könnt, dann haltet euch einfach so. Ja, einfach so halten. Und dann ab und zu mal runter und hochgehen. Ist keine Anzahl. Ihr müsst nur die Zeit hinkriegen. Und stopp. Gut. So, als nächstes. Machen wir ein Schiffchen auf dem Rücken. Das zeige ich euch gleich. Wir können auch gleich anfangen. Könnt euch ja immer gleich in die Position bringen. So, Schiffchen auf dem Rücken. Ganz lang machen, ja? Oh, 100 Sekunden. 100 Sekunden lang Schiffchen. Oh, das wird ganz schön anstrengend.
So, gleich anfangen, Zeit läuft schon. Hier schön mitten gestreckt bleiben. Und schön durchhalten. Sekunden sind rum. Nicht lange, gell? Wir haben noch 70 Sekunden. Wir müssen noch halten. Über eine Minute. Jetzt ist Halbzeit. Oh, das spannt bei mir ganz schön. Puh. Ich hoffe, bei euch auch. Schön durchhalten. Letzten 40 Sekunden. Tja. An den letzten 20 Sekunden. Los geht's. Oh. Wollen wir kurz Pause machen? Oh. Und die letzten 15. Komm, die ziehen wir noch mal alle durch. 15 Sekunden noch. Ab. Los geht's. Und stopp. Puh. Das ist ja ganz schön anstrengend. So, wir paddeln auf dem Bauch liegend. Das heißt, so ein Bauch, Arme und Hände hoch und dann paddeln wir so. Der zu stark. Nein. Oh, doch nicht. Gut, 25 Sekunden. Ihr könnt schon loslegen. 25 Sekunden lang paddeln auf den Bauch. Noch 10. Tun Sie mir nicht mehr. Durchhalten. Noch 5. Und stopp. So, jetzt haben wir Hockstrecksprünge. Das ist dann auch unsere letzte Aufgabe. Hockstrecksprünge. Also, ich zeige es nochmal. Also, wichtig ist Hock. Das heißt, in die Hocke runter. Strecksprung, Hocke. Viele mogeln und machen dann so. Ja, das dürfte nicht. Sondern ganz runter, ganzer Fuß auf den Boden. Hock, ganzer Fuß auf den Boden, ganz runter. Hopp, ganzer Fuß auf den Boden und immer ganz runter. Wenn ich jetzt 100 Sekunden erwische, dann sind wir alle tot. Oh, da geht's seitlich. Oh, Glück gehabt. Okay, ihr seid befreit. Dürft kurz was trinken. Könnt ihr eure weiche Unterlage holen? Nehmen Sie da als Beispiel her. Brauche ich eigentlich keine, aber trotzdem, dass ihr ein bisschen seht, dass man das mit der Größe machen kann. Wenn ihr euch daran erinnert, haben wir letzte Woche die Judo-Rolle mit der Puppe gemacht. Das machen wir heute nochmal, weil wir auch diesen Wurf dann heute hier machen. Also unsere dritte Technik ist die im dritten Stock oben, wo ihr ganz oben fasst. Und auch hier wieder diese Anreißübungen, die machen wir nachher. Und da machen wir jetzt auch die Judo-Rolle dann mit der Puppe nochmal. So, das heißt, nehmen Sie die Puppe am Arm und um den Kopf rum. Ihr dürft jetzt auch richtig um den Kopf rum gehen, das dürft ihr ja sonst nicht bei den Kämpfen. Aber jetzt dürft ihr ganz um den Kopf rum gehen. Ihr macht eure zwei Schritte, hebt die Puppe aus und das hier ist euer Rad, über das ihr drüber rollt. Hier zieht ihr und rollt mit der Puppe einfach hier so nach vorne. Das
sage es mal, ohne Partner. Wenn ihr einen Partner habt, könnt ihr es natürlich mit einem Partner machen. Ja? Der braucht ein bisschen Mut dazu. Das ist dann die Mutprobe. Also, die Judo-Rolle. Habt ihr eingedreht. Das ist das Rad, das um den Kopf ist. Hier wäre eine Stütze. Die Stütze hält den Arm. Und ihr rollt so nach vorne. Ja? Judo-Rolle mit Puppe nach vorne. Die Könner machen es rechts, links. Und die, die es nicht so gut können, machen es nur zu ihrer Lieblingsseite. Machen von der Zeit her. Ich nehme die Zeit kurz ein. Und machen, ihr könnt schon anfangen. Ja? Machen das eine Minute lang. Und los geht's. Um den Kopf rum. Ich zeige es ganz langsam. Zwei Schritte eindrehen, ausheben. Zugenommen, jetzt hier über euer Rad. Kopf geht nach hinten, richtig. Den Kopf über die Schulter nach hinten. Dann rollt über das Rad nach vorne. Euer Kopf berührt nicht den Boden. Zeig's nochmal. Ja, wir machen es noch ein bisschen länger. Wir machen noch mal eine Minute dazu. Ja, dass ihr es auch gut könnt. Also wenn ihr mal größer seid, werft ihr auch mal den Partner. Kopf nach hinten, ganzen Oberkörper drehen, Bauchrücken nach hinten drehen und dann mit dem Partner nach vorne rollen. Judo-Rolle mit Puppe. Einfach nochmal weitermachen. Schön nach vorne rollen. Ihr braucht nicht immer zurücklaufen. Ja, ihr könnt es auch von unten nach oben, von oben nach unten machen. Nicht so wichtig. Ich gucke halt immer, dass ihr das seht. Im Bildschirm drin, um den Kopf rum. Eindrehen, tief hoch. Und jetzt hier richtig nach vorne, Kopf nach hinten drehen und rollen. Das könnt ihr sehr gut mit der Puppe üben, weil die keine Angst hat. Der tut nichts weh. Ja, das könnt ihr super mit der machen, diese Rolle. Da. Und stopp. Gut. So, dann machen wir nochmal rückwärts fallen. Mit Rückwärtsrolle. Ja? Rückwärtsfallen mit Rückwärtsrolle. Okay? Ihr geht dahin. Kopf tief runter. Ich hoffe, ihr hört mich so. Ja? Aber so ist das zu zeigen. Kopf tief runter. Rückwärtsfallen. Kopf auf die Seite. Und da, wo nicht der Kopf ist, da rollt ihr drüber. Zeig es mal von der Seite. Dann gehen wir rückwärts, das seht uns besser. Also Kopf nach unten, tief gehen, fallen, Kopf auf die Seite, Beine gehen hoch und da, wo der Kopf nicht ist, da rollen die Beine drüber. Das Ganze ein bisschen schneller. Okay, schön die Schulter nach hinten rollen. Und jetzt machen wir eine Minute, los geht's. Ich zeig's mal ohne Matte, dann ist das besser. Jetzt seht ihr auch, dass mein Kopf nicht den Boden berührt, wenn ich rolle. Und sauber über die Schulter nach hinten. Richtig schieben. Ja, mit Schwung. Noch 30 Sekunden. Zeig's noch einmal. Schön über die Schulter rollen. Ich hoffe, ihr habt genug Platz daheim dafür. Aber es reichen eigentlich 2 Meter.
Müsst ihr nicht gehen. Gut, stopp. Okay, kurz was trinken. Das reicht mal zum Fallen. Seit wir uns fallen lassen, wollten wir weg. Und wir kommen zu unserer Eindrehbewegung. Wir stellen nochmal Schuhe hin. So, ungefähr wie er breitbeinig dasteht. Ja, so, dass ihr steht beim Kämpfen. Ihr Schuhe so hinstellen. Das sind die Füße eures Gegners. Und jetzt lauft ihr mit zwei Schritten. Wir laufen noch, wir springen nicht. Ja. Denkt nochmal dran, wenn ihr rechtsrum eindreht, rechtsrum heißt immer, könnt ihr mit der rechten Hand bei der Drehung an die Backe hauen. Dann geht das rechte Bein nach vorne. Eins, zwei. Und ihr seht, ich stehe vor euch, ihr könnt meinen Popo angucken. Ja, gehe ich ein bisschen zurück zur anderen Seite. Eins, zwei. Ja, einmal zur einen, einmal zur anderen Seite. Einmal kann ich ihn mit der rechten Hand einklatschen. Gehe ich ein bisschen zurück und dann knalle ich ihn mit der linken Hand ein. Und steht immer zwischen den Beinen eures Partners. Ja, das könnt ihr erstmal langsam machen, bevor wir schnell machen. Ich reite deshalb so lang, so schwer darauf rum, weil das mit einer der wichtigsten Eindrehbewegungen ist im Judo. Ja, ganz wichtig. Zwei Schritte. Und die Zeit läuft. Eine Minute. Eins, zwei. Bisschen zurück. Eins, zwei. Bisschen zurück. Eins, zwei. Bisschen zurück. Eins, zwei. Bisschen zurück. Okay, immer so hin und her. Und denkt immer dran, ihr müsst mindestens mit euren Füßen, wenn ihr eingedreht habt, auf einer Linie stehen. Ja, so ist es nicht gut. So und so, halbwegs auf einer Linie. Ja, sonst ist euer Po nicht weit genug drin und dann rutscht der Partner beim Wurf vorbei, wenn er das nicht hat. Gut, jetzt hören wir an. Meine Jacke aus. Zehn Sekunden noch. Noch fünf. Und stopp. Gut. So, jetzt machen wir das. 30 Sekunden lang, so schnell wie möglich, zu eurer Lieblingsseite zuerst. Ja? Also, eins, zwei, eins, zwei. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Und schaut ihr, was dazwischen steht. Ja, nur zu eurer Lieblingsseite 30 Sekunden. Dann habt ihr kurz 5 Sekunden Pause und dann zur anderen Seite. Fertig und los geht's. Blitzschnell. 1, 2, 1, 2. Nicht mehr Schritte machen. 2 rein, 2 raus. 2 rein, 2 raus. Noch 20 Sekunden. Durchhalten. Nochmal ein bisschen erhöhen die Geschwindigkeit. Noch 15 Sekunden. Und noch 10 Sekunden. Es kommt maximal schnell, so schnell ihr könnt. Und stopp. Gut. Kopf frei machen. Jetzt zur anderen Seite. Nicht durcheinander kommen, ja? Ich habe vorher rechts rum, also mit der rechten Hand angeschaut. Jetzt kommt links rum. Eins, zwei, eins, zwei. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, immer dazwischen stehen. Fertig und ab geht's. 2 rein, 2 raus, 2 rein, 2 raus. Zeig's nicht vor, sonst dann kommt er nicht durcheinander mit der Seite. Selber machen, 15 Sekunden Halbzeit. Stopp. Sehr gut. So, dasselbe machen wir jetzt nochmal. Jetzt machen wir aber drei Gänge. Die ersten 10 Sekunden sind so, wie ihr es gerade gemacht habt. Ja? Zack, 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 zack. Die zweiten, wenn ich sage schneller, müsst ihr schon ein bisschen schneller machen. Ja? Und die dritten sind blitzschnell.
Okay, so schnell ihr könnt. Fertig und ersten 10 Sekunden langsam. Und zweiter Gang, ein bisschen schneller. Achtung. Dritter Gang, so schnell ihr könnt. Los, 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 los. Schnell, 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 schnell. Raus, rein, raus, rein, raus, rein. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Und stopp. Gut, wieder kurz Pause. Luft holen, vielleicht schnell einen Schluck trinken. Jetzt kommt die andere Seite dran. Selber Rhythmus. Ja? 10 Sekunden langsam. Zweiter Gang. 10 Sekunden. Dritter Gang, so schnell ihr könnt. Fertig. Seid ihr alle am Platz? Und los geht's. Ja, langsam zuerst. Und eine Stufe höher. Ein bisschen schneller. Und jetzt die letzten 10 Sekunden, so schnell ihr könnt. Los, voll den Turbo einschalten. So schnell ihr könnt. Los, 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 los. Und stopp. Gut. Okay. So, jetzt kommen wir zur Puppe und zu unserem Wurf. So, stell die Puppe jetzt auf eine Seite und zwar da, wo ihr jetzt um den Kopf rumgeht. Ihr fasst zuerst Ärmel hinher und dann greift ihr über die Schulter drüber in den dritten Stock, hinten in den Judo anzugreifen. So, richtig reinfassen. Das ist nicht erlaubt beim Kämpfen für euer Alter. Das ist erlaubt. Ja? Reinfassen, zufassen. Also bei uns auf jeden Fall in Baden-Württemberg ist das erlaubt. So, dann stell die Puppe. So, wenn ich rechts vom Eindrehen, stell die auch wieder mit Beinen auf der rechten Seite. Hier drüben wird eins rübergehen. Ja? Erste Aufgabe wieder 15 Sekunden lang. Ich zeige es jetzt seitlich. 15 Sekunden lang die Puppe nur anreißen. Und immer zu euch ran. Ja? Und immer hochziehen ab. Ja? Denkt dran auf die Uhr gucken hier. Auf eure Uhr gucken am Handgelenk. Ja, nicht so machen. So, hochziehen. So, danach, Puppe fest, Arme fest, nur eindrehen. Ja, nur die Schritte, 1, 2, 1, 2. Danach dann, 15 Sekunden lang ausheben, das heißt jetzt, erster Schritt Anriss, zweiter Schritt rein, tief hoch ausheben. Ja, also, zack. Zack. Und bei den letzten 15 Sekunden mindestens dreimal die Puppe so werfen. Das heißt, das, was ihr gerade gemacht habt, bam, hoch, durchziehen. Puppe hinstellen, bam, hoch, werfen. Puppe hochziehen, bam, hochwerfen. Okay, 15 Sekunden lang. So, seid ihr bereit? Richtigen Griff machen, Ärmel über die Schulter, hinten auf den Rücken und nur Anriss. Los geht's. 15 Sekunden lang anreißen. Noch 5. Und Füße, nur die Füße. Rein, raus, rein, raus. 1, 2, 1, 2. Noch 5 Sekunden. Und jetzt Anrissfüße ausheben. Ja? Anrissfüße ausheben. Denkt dran, schön in die Knie gehen. Richtig aus den Beinen rauskatapultieren. Das ist euer Turbo bei dem Wurf. Tief runter in die Knie und hoch. Und die letzten 15 Sekunden dreimal werfen. Los geht's. Dreimal, so muss ich zeigen. Nicht so, sondern so. Dreimal werfen. Noch 5 Sekunden. Jawohl.
Sehr gut. Gut. Zur nächsten Aufgabe. Unsere Leute kennen es ja schon. Wir müssen sich eure Puppe richten. Bindet ruhig den Gürtel mal fest. Ja, müsst ihr am Training. Aber dann macht es halt meist euer Partner. Deshalb geht es da ein bisschen schneller. Habe ich aber den Gürtel ziemlich schlaffig gebunden hier von meinem Partner. Mann. So, jetzt müsst ihr die Puppe zum anderen Schuh hinstellen. Ihr greift wieder Arm und Revers. Und jetzt lasst den Ärmel los und greift, da wo ihr den Arm gefasst habt, hinten auf dem Rücken. Die andere Hand bleibt am Revers. Ja? Selbe Übungsform. Das ist jetzt unsere Schlangentechnik. Ja? Denkt dran, immer wenn wir das Revers festhalten und die Armhand bewegt sich, das ist unsere Schlangentechnik. Ja, so haben wir das mal, oder so nenne ich das immer. Zuerst hier anreißen wieder. 15 Sekunden lang anreißen. Jetzt mal im Revers anreißen. Ja, das ist jetzt die wichtige Hand. Dann eure Schritte. 1, 2. 1, 2. Dann Zug, Schritte ausheben. Ja, schön wieder aus dem Bein raus. Ja, Zug, Schritte und hier Kniebeuge ausheben. Dass er hier richtig hoch katapultiert mit seinen Beinen. Und am Schluss dann euren Partner werfen. Ja? Richtig hinstellen und werfen. Okay? 15 Sekunden lang. Seid ihr bereit? Fertig und los. Erst Anriss. Ja? Schön Revers, hinten drüber, Anriss. Wir müssen alles beidseitig machen. Ja? Ohne dass wir groß die Hände verändern, so seid ihr am schnellsten nachher beim Kämpfen. Und Beine. 1, 2, 1, 2. 1, 2 rein, 1, 2 raus. 1, 2 rein, 1, 2 raus. Noch 5 Sekunden. Und ausheben. Anriss. 1, 2. Hochschießen die Puppe. Ja, oder euren Partner, wenn ihr einen habt. Das ist natürlich super. Wenn ihr einen Partner habt, dürft ihr ja noch richtig den hochschießen. Bam. Weg mit dem Bein muss der sein vom Boden. Und die letzten 15 Sekunden dreimal werfen. Wenn ihr einen Partner habt, trefft bitte eure weiche Unterlage. Wenn ihr keine weiche Unterlage habt, nur eindrehen, ausheben. Nicht den auf euren Steinboden knallen. Sonst hat er keinen Spaß mehr. Sehr gut, super. Gut gemacht. So. Nächste Runde, heute habe ich ja gesagt, machen wir Übergang Standboden. Übergangsstand Boden heißt, wir machen alle unsere 6 Würfe, gehen hinterher und halten ihn gleich fest. Ja? Jetzt könnt ihr, wenn ihr eine Puppe habt, sollt ihr eure Matratze wiederholen. Denn jetzt fallt ihr mit zu Beginn, ja? Und macht dann gleich einen richtigen Haltegriff. Ja? So, wir starten. Mit dem normalen Ogoshi. Ja, Ogoshi heißt erster Stock fassen. Ich fasse, wenn ihr am Anfang, ich komme ein bisschen näher, seht ihr das besser? Ich fasse wieder Ärmel, Revers. Ich lasse das Revers los und umarme meinen Partner oder meine Puppe. Ja? Und dann könnt ihr ruhig hinten reinfassen. Nicht im Gürtel fassen, bekommt eine Strafe. Über den Gürtel machen die Anzüge immer so eine Falte. Da könnt ihr reinfassen. So, dann Anriss, eindrehen, tief gehen, werfen. Und in was vom Haltegriff landet ihr dann? Genau, in einem Kutsure Kesagatame. Zeig es mal von der anderen Seite. So. Anriss, einfach tief hoch werfen und in meinem Kutsuri Kesagatame den gleich festhalten. Hinten nicht loslassen, ihr lasst alles so, wie es ist. Okay? 30 Sekunden lang. Oder kurz überlegen.
Nee, eine Minute lang Ogoshi, den normalen Ogoshi, nicht die Schlange, den normalen Ogoshi mit Haltegriff machen. Eine Minute lang. Zeig läuft, leg los. Ich zeige es langsam wieder vor. Habe deshalb eine Minute gemacht, weil ihr meinen Partner bitten müsst. Ja. Anderes, einen tief werfen, bumm, im Käsegatame landen. Könnt ihr mit der Puppe super machen, der heult nicht, ja, wenn dem die Luft rausgeht. So gleich landen und gleich festhalten. Okay? Ist besser, das am Anfang mit der Puppe zu üben, als mit einem Partner, dem gleich die Luft rausgeht, wenn ihr auf seine Brust fallt. Wobei das nicht passiert, weil ihr könnt hinten euren Arm als Stütze benutzen. 10 Sekunden. Noch einmal machen das Ding. Jawohl, super. Und stopp. So, wir kommen zur Schlange. Zum Schlangen-Ogoshi. Das heißt nochmal, ich fasse Revers und Ärmel. Mein Partner hat hier zum Beispiel am Revers gefasst. Und ich schlängel meinen Arm hier rum. Ich lasse also diesen Arm los. Ja, hier. Ich habe hier den Arm gefasst, hier den Arm, hier das Revers. Und ich lasse jetzt den Arm los, schlängel mich um seinen Rücken und werfe jetzt den Ogoshi und lande genauso im Käsegatame, halt aber hier das Revers fest, Kopf runter. Ihr dürft nachher gerne seinen Arm auch nehmen beim Wettkampf. Jetzt könnt ihr aber hier das Revers festhalten. Okay, Schlangen-Ogoshi, also Ogoshi zur anderen Seite und ihr könnt loslegen. Ich zeige es nochmal, falls die Anfänger zugucken und sie so genau sehen, ich zeige es nochmal, genau, könnt es ruhig langsam machen. Nur die U12er und die U10er, die schon länger dabei sind, die müssen es blitzschnell machen. Also ihr fasst Ärmel, Revers. Und diesmal lasst ihr den Arm los. Ihr fasst genauso wie vorher. Schlängelt euch um den Rücken von eurem Partner rum. So. Ja? Dann macht ihr eure 2 Schritte. 1, 2. Geht tief. Hoch. Werft ihn. Oh, fast drüber gefallen. Und halt ihn gleich fest. Im Käsegatame. Sekunden wieder. Gut, perfekt. Muss man den Buckel wieder binden nebenher. Dürft ihr gerne auch machen. So. Dann gehen wir vom ersten Stock, das heißt von hier. Wo wir gefasst haben, das ist ja der unterste Griff, den ihr fassen dürft. Hier dürft ihr nicht hinfassen, Popo. Hier ist die letzte, ist die erste Höhe. Gehen wir den zweiten Stock. Hier ins Revers und hier am Arm. Und wir starten mit Morote Serenage. Morote Serenage, schwerer Name. Unten mit den Beinen bleibt alles gleich wie bei Ogoshi. Nur oben nochmal dran denken. Türe aufmachen, Ellbogen hier drunter stecken. Jetzt lasst das Revers nicht los. Ellbogen drunter tief und so steht ihr drin. Ja, und dann kalibrieren hoch und werft ihn. Hier habe ich das Revers fest. Ellbogen ist hier drunter, unter dem Arm, hier in der Achsel, wo es kitzelt. Ja, für die Anfänger. Und dann werfen, draufhalten, festhalten. Käsegatame könnt ihr hier ruhig das Revers festhalten. Später mal beim Kämpfen dürft ihr auch dann um den Kopf gehen. Aber jetzt könnt ihr schön das Revers festhalten. Ich drücke gleich auf die Zeit. Dann könnt ihr starten. Und ich zeige es für die Anfänger langsam nochmal vor. Ihr braucht das ja nicht schnell machen. Ihr dürft das Video auch ja morgen dann gerne nochmal machen. Könnt ihr es euch nochmal genau angucken, wie das geht. Also.
Anriss. Revers nicht loslassen. Jetzt dreht das Revers. Wie so ein Schraubenzieher. Zack. Dann dreht ihr Ellbogen so rein. Ihr macht eure zwei Schritte. Eins, zwei. Geht tief. Habt ihn hier. Und jetzt katapultiert ihn hoch. Und werft ihn nach vorne. Und festhalten. Nicht loslassen. Ja? Letzten 5 Sekunden. Sehr gut. So, die Schlangentechnik dazu heißt Ipponsenage. Schlangentechnik wieder. Ihr fasst normal Arme Revers. Jetzt lasst den Arm los. Zeigst du uns, das ist am besten. Und jetzt schlängelt sich der Arm hier unten rein. Ja? Hier unten rein und die Achse. Also Arm loslassen. Arm rein bis zur Armbeuge. Sagt immer einen Schlüssel reinstecken. Schloss zumachen. Ja? Und mit dem Arm hier kommt der erste Schritt. Zweiter Schritt tief. Dann geht ihr hoch und werft ihn. Tief. Hochwerfen und dann bleibt ihr so drauf liegen, haltet ihn so fest. Ihr müsst ihn nach einer Wertung nur 10 Sekunden festhalten. Ja, dann habt ihr den Kampf frühzeitig gewonnen. Braucht ihr nicht mehr weiter kämpfen. Und 10 Sekunden kann man dann schon so halten. Schön drauf auf die Brust. Ich drücke wieder auf Start. Dann zeige ich es langsam vor für die Könner. Sollen das ruhig schnell machen. Für die, die das noch nicht so lange machen, auf wie es neu ist. Nochmal. Das sind übrigens unsere 6 Hauptwürfe, die wir jetzt machen. Die müsst ihr alle können. Anderes. Schlüssel rein. Gleichzeitig den Schritt machen. Schloss zumachen. Revers runter. Arm zu. Zweiter Schritt tief ausheben. Dreht mich kurz ein bisschen. Werfen. Und so liegen bleiben. Noch 20 Sekunden. Die Schlangentechnik zum Morotte Seenagel. So. Dann kommt der Wurf von heute. Das haben wir vorher schon beim Aufwärmen gemacht. Bei der Judo-Rolle, nur diesmal müsst ihr hinten so festhalten. Nicht um den Kopf, hinten festhalten. Anderes, 2 Schritte tief hoch, bumm werfen und ihr landet wieder im Käse-Gatame. Zu diesen 6 Würfen, die wir machen, passt immer Käse-Gatame. Also so fassen, anreißen. Aber 2 Schritte, 1, 2, tief, hoch, werfen, festhalten. Gleich so landen und so festhalten. Schön belasten auf der Brust. Und die Zeit läuft. Los geht's. So, aber 2 Schritte. 1, 2 tief hoch. Und jetzt Kopf nach hinten, Schulter vorholen, warm werfen. Und gleich im Käse-Gatame dann Füße richtig machen. Ja, denkt dran, wenn die Beine aufeinander legt, oberes Bein nach hinten für die Anfänger. Kopf nach unten, Käse-Gatame. Noch 20 Sekunden habt ihr. Und dann kommt die letzte Technik. Gut. So, letzte Technik ist dann die Schlangentechnik zu dem Koshiguruma. So heißt der Wurf übrigens Koshiguruma.
So, habt ihr eure Puppe gebunden. Dürft ihr auch kurz was trinken, wenn ihr wollt, aber ich rede so viel. Ich so einen trockenen Mund. Deshalb muss ich ein bisschen, nicht wegen der Anstrengung, sondern wegen meinem Mund was trinken. So, jetzt die Schlangentechnik. Ärmel loslassen. Auf den Rücken. Revers festhalten. Ja, setzt zur anderen Seite. Ihr habt immer denselben Griff. Nur einmal bewegt sich die Hand am Revers, einmal bewegt sich die Hand am Arm. Oben drüber. Zwei Schritte. Tief gehen, hoch. Werfen. Käsegatame festhalten. Diesmal am Revers. Hier beim Kämpfen könnt ihr euch natürlich den Arm holen. Dann seid ihr sicherer und fester. Könnt aber auch so bleiben. Okay, Zeit läuft. Legt los. Zeig es für die Anfänger nochmal vor. Immer den Grundgriff, Ärmel Revers. Das ist unser Grundgriff. Ihr lasst den Ärmel los und fest über die Schulter nach hinten. Halte das Revers fest diesmal. 1, 2, tief hoch. Schulter vor. Überdreht. Mist. Oh, jetzt habe ich ihn. Aufpassen, nicht überdrehen, sonst hat er euch im Haltegriff. Ja, ist auch schon passiert beim Kämpfen. Habe ich schon gesehen. Der wirft den super gut, aber so gleichzeitig, da bekommt er nur ein Wasserhari, eine halbe Wertung, rollt durch und der andere hat ihm Haltegriff. Ganz schön doof. 10 Sekunden noch. Und stopp. Gut. So, das Programm für heute wäre durch. Standboden haben wir. So, wir haben gemacht Haltegriffe. Wir haben gemacht Umdrehtechnik. Wir haben gemacht, was passiert, wenn ich auf dem Rücken liege? Wie kann ich denn umdrehen im Boden? Und jetzt haben wir noch gemacht Übergang Standboden. Eigentlich habt ihr jetzt alles, was ihr wissen müsst. Ja? Fürs Kämpfen. Und das könnt ihr jetzt immer wieder üben. Und dann hoffentlich, wenn es nächstes Jahr wieder losgeht, ist das hier nicht mehr. Wenn es nächstes Jahr wieder losgeht, seid ihr fit und seid gut. Und dann können wir wieder voll durchstarten. So, wir machen unsere Abschlussübungen noch. Ihr kennt die schon alle. Wir setzen uns hin. Beine lang. Zehen anziehen. Und wir fassen uns vorne in die Zehen. Schön nach vorne. Das schafft natürlich mit der Stirn runter. Zu den Schienbeinen, mit dem Bauch auf die Oberschenkel. Das ist ein bisschen zu alt. Schaff das nicht mehr. Bin schon zu steif für sowas. So, dann nehmen wir eine neue Übung. Aufpassen. Ein Bein so rein, anderes Bein nach hinten. Und wir setzen uns so auf das Bein drauf. Das ist dieselbe Übung wie die Babyschaukel beim Bambini oder wie das Bein hochziehen. Ja, der Muskel hier gedehnt. Das heißt, so hinlegen. Das andere Bein nach hinten. Und dann setzt ihr euch hier auf euer Bein so drauf, nach vorne lehnen. Spannung muss hinten im Popo sein. Und der Muskel, der so vorne zum Knien führt, der muss gedehnt werden. Seitenwechsel. Gut, das Bein in die Hand, strecken das Bein, mit der Hand dann das Knie ein bisschen lang machen, nicht so richtig bam durchknallen, sondern schön ein bisschen Druck ausüben, dass ihr merkt, dass hier die Spannung drauf kommt. Seitenwechsel. Jetzt kommt der meiste im Training ein bisschen zu kurz. Hier das Dehnen. Deshalb können wir sie jetzt ein bisschen reinbringen. Gut. Und wir rollen uns nach hinten. Hinter dem Kopf mit den Zehen den Boden berühren. Hinten bleiben dann, nicht gleich nach vorne kommen.
Würde ich sagen, ihr kommt nach vorne. Schön hinten bleiben. Wer kann mit den Knien neben die Ohren auf den Boden kommen und vielleicht mit den Knien die Ohren zu halten? Ja, das wäre Weltklasse. Gut, Hände zusammenfalten, hinter den Kopf, aufrecht sitzen, Kinn nach unten. Gut, einmal mit dem Kopf, Ellbogen fassen, Ellbogen jetzt, Kinn und Kopf ziehen. Spannung muss hier sein. Seite wechseln. Gut. So, als letztes dann die Gefangenenübung. Hände so in dem Rücken verschränken. So, Beweglichkeitsübung soll dann jetzt jeder von euch können. Hände in den Rücken verschränken. Ohne Hände aufstehen, weil ich euch gefangen und gefesselt habe und habe euch in meinen Keller gelegt. Jetzt müsst ihr euch befreien. Über den Popo nach unten. Oh, so. Beine durch und mit den Zähnen die Fesseln aufmachen. So, das war's für heute. Ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht. Wie gesagt, 12. Video. Ihr habt jetzt ganz viele Trainingsmöglichkeiten. Wir sehen uns nächste Woche nochmal. Und dann sind Ferien. Wenn es euch gefallen hat, liked es, abonniert den Kanal. Tschüss, ciao, bye, bye. Bis nächste Woche.